Zum Zubehör und zum Werkzeug, bitte benutzen Sie, wenn Sie solche Montagearbeiten durchführen, Werkzeuge, die üblicherweise von Elektrofachkräften benutzt werden, wie zum Beispiel vorisolierte und geprüfte Schraubendreher, Zangen, Spannungsprüfer und so weiter. Zubehör, wir benötigen isolierte Anschlussadern, in der Regel H07VK, in den Farben der Außenleiter, des Neutralleiters und des PE-Leiters. Als Querschnitt zum Anschluss für den Überspannungsableiter habe ich 10 mm Quadrat gemäß der Einbauanleitung des Herstellers ausgewählt. Nun zum Einbau selbst. Bevor ich beginne, schalten wir die Anlage nun spannungsfrei. Nach dem Freischalten überprüfe ich zur Sicherheit die Spannungsfreiheit an den Einspeiseklemmen. Die Spannung auch wirklich weggeschalten ist. Danach kann ich, wie vorher erwähnt, den Ableiter auf die Montage bzw. auf die Automatenschiene setzen. Der Ableiter wird einfach aufgeklipst. Danach zur Anverdrahtung richte ich mir die Anschlussklemme her. Ich länge mir die Anschlussadern ab. Isoliere diese ab. Und beginne danach mit der Anverdrahtung, mit der Installation. Adern-Endhülsen sind nicht erforderlich, da sowohl bei den Einspeiseklemmen, hier handelt es sich um Federklemmen, keine Adern-Endhülsen benötigt werden, als auch beim Ableiter, wie bereits genannt, sind Käfigklemmen vorhanden. Oder für die Montage integriert, benötigen wir auch keine Adern-Endhülsen. Somit führe ich nun die Anverdrahtung durch. Zuerst die Außenleiter. Die Klemmen des Ableiters sollen mit der Anschlussader sauber und fest verklemmt werden. Der Hersteller schreibt in seiner Montageanleitung 4 Newtonmeter vor. Montage fertig. Der Ableiter ist nun anverdrahtet. Ich kann die Anlage nun wieder in Betrieb setzen mit einem voll funktionsfähigen Überspannungsableiter.